Das Wort hat nun Carsten Sieling für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren hier heute das Thema oder die Auswirkungen der Finanzmarktkrise unter dem besonderen Gesichtspunkt des Anlegerschutzes und natürlich in dem Zusammenhang auch unter besonderer Berücksichtigung von Verbraucherinteressen. Das ist der Zusammenhang, in dem dieses heute hier beredet wird. Aber ich will auch sagen, wir diskutieren das ja nicht das erste Mal, die Frage der Auswirkungen der Finanzmarktkrise, sondern es ist, glaube ich, hier das vierte, fünfte oder sechste Mal, dass wir mit unterschiedlichen Variationen an dieses Thema rangehen. Das ist auch richtig und ist auch gut. Aber heute, muss ich sagen, stehe ich hier und habe den Eindruck, die Vielzahl der Diskussionen und die Forderungen, die Positionierung, die wir hier vorgenommen haben, zeigen erstmalig so etwas wie einen Erfolg. Scheinbar hat es Früchte getragen. Ich beziehe mich darauf, dass in den letzten Tagen, gestern, vorgestern, Finanzminister Schäuble in der Tat, es ist hier schon angesprochen worden, einen Vorschlag vorgelegt hat. Zum ersten Mal hat die Bundesregierung einen Vorschlag, ein paar Ideen auf den Tisch gelegt. Und ich muss sagen, das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Ich glaube, das kann man für alle Oppositionsfraktionen hier sagen, das ist ein Erfolg der Oppositionsarbeit. Wir als SPD waren an der Stelle vorne dran. Jetzt liest man gute Sachen über den Vorschlag. Jetzt liest man gute Sachen über den Vorschlag von Herrn Minister Schäuble, Verbot von Leerverkäufen und Ähnlichem. Das freut mich besonders, weil wenn ich hier in die Koalitionsfraktionen gucke, wenn ich den Staatssekretär im Finanzministerium angucke und an gestern Morgen denke in den Finanzausschuss, da hat man beim Thema Verbot von Leerverkäufen noch gezögert und hat sich noch sehr kritisch geäußert seitens der Koalitionsfraktionen. Da ist offensichtlich einiges passiert, meine Damen und Herren. Der Minister scheint ein Machtwort gesprochen zu haben. Da kann man sich ja freuen. Allerdings, Kollege Poss ruft das schon richtigerweise rein. Man darf sich fragen, ob Herr Schäuble sich wirklich am Ende durchsetzen wird oder ob es nicht so sein wird wie beim Ankauf der CDs von Steuerbetrügern, dass hinterher Herr Kauder und die Fraktion wiederkommen und sowas verbieten wollen. Ich bin gespannt, wie weit hier der Minister wirklich kommt. Aber ich darf an der Stelle auch sagen, und wir müssen das, glaube ich, so diskutieren, dass nicht allein die Fraktionen von CDU, CSU und FDP hier ein Problem sein werden für diese Vorschläge, sondern das fragt man sie. Er hört gar nicht zu, damit er hinterher nicht sich hier auf irgendetwas beziehen muss. Jedenfalls parallel ist ja dann schon die FDP gekommen, diesmal in Form von Herrn Brüderle. Da hat Herr Brüderle parallel zu den Vorschlägen von Herrn Schäuble eigene Vorstellungen vorgelegt. Das Handelsblatt Online, hat das sofort richtig eingeordnet. Brüderle will in Schäubles Ressort wildern. Nichts anderes schreiben die, und das ist die Wahrheit. Jetzt müssten Sie kommen und müssten sagen, nein, nein, die offizielle Sprachregelung des Finanzressorts, des Finanzministeriums heißt doch, das ist ein Stück Ideenwettbewerb. Ein Stück Ideenwettbewerb, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist kein Ideenwettbewerb, das ist das Tollhaus Bundesregierung, das ist das Tollhaus, was wir hier immer wieder erleben. Und auch an dieser Stelle, die eine Hand weiß nicht, was die andere will. Da muss man sich keinen Mut machen, Kollege Michelbach. Die Angelegenheit ist traurig. Die Angelegenheit ist traurig, weil es auch inhaltliche Dissonanzen gibt und inhaltliche Differenzen. Herr Schäuble schlägt, ich hatte es gesagt, Verbot von Leerverkäufen vor. Was macht Bundeswirtschaftsminister Brüderle? Was macht Bundeswirtschaftsminister Brüderle? Er redet auch über die Frage der Leerverkäufe, thematisiert mangelnde Transparenz und ruft nach der EU und sagt mehr Meldepflicht bei der EU. Meine Damen und Herren, wir wissen um die Situation bei den Leerverkäufen. Da muss man nicht reden. Da muss man jetzt Richtung Verbot gehen. Ich habe die Sorge, mit dem Wirtschaftsminister und der FDP bleibt das Zockercasino geöffnet, meine Damen und Herren. Das wird es sein. Es geht weiter in dieser Bundesregierung. Jeder gegen jeden. Es geht um ungedeckte Leerverkäufe. Ich konnte nicht entnehmen, dass Minister Brüderle nicht auch diese ungedeckten Leerverkäufe in seinen Vorschlägen meint. Gleich wird uns ja der Kollege von der FDP vielleicht Aufklärung geben können, wenn er darüber schon informiert ist. Ich bin gespannt, was sich dort entwickelt. Ich darf aber sagen, meine Damen und Herren,
Wir haben hier ein Thema, an dem wir in der Tat keine Zeit haben. Und dann ist man beim nächsten Punkt. Die beiden, Bundesfinanzminister Schäuble kündigt Vorschläge an. Und er sagt gleich, dass er diese Vorschläge im Sommer in einer Kabinettsvorlage vorlegen will. Im Sommer, meine Damen und Herren. Ich finde, von der Sache her ist es zu spät. Es dauert zu lange, bis das kommt. Es ist natürlich typisch, dass Sie die Wahlen in Nordrhein-Westfalen an dieser Stelle wieder abwarten. Muss man aber nicht machen. Man muss da wirklich meines Erachtens Druck machen. Und da bin ich doch dabei, dass wir ja nicht nur den Bundeswirtschaftsminister haben und den Bundesfinanzminister, die sich jetzt hierzu äußern, sondern meine Vorrednerin und mein Vorredner haben es ja schon gesagt, Ministerin Aigner. Ist die Dritte im Bunde dieser Chaosregierung, wo jeder das sagt, was ihm gerade einfällt. Frau Aigner, sind auch drei Koalitionsfraktionen, kommt hier als Zwischenruf, ist nicht falsch. Frau Aigner tut mir allerdings in der Tat leid, denn sie arbeitet fast einem Jahr an diesem Thema und versucht, Vorschläge zu machen, macht eine Verbraucherkonferenz nach der anderen. Aber, meine Damen und Herren, es kommt nichts raus, es kommt nichts auf den Tisch Vernünftiges, sondern es werden Vorschläge gemacht zu Produktinformationsblättern und anderen, die dann wieder mit fachlichen Fehlern, siehe nur die Berichterstattung der letzten Tage, mit fachlichen Fehlern versehen werden, die von den Banken nicht übernommen werden. Nur zwei Institute, die Deutsche Bank und ING DiBa, haben das wirklich aufgenommen. Das ist alles noch nichts als heiße Luft. Ich sage hier, und die Staatssekretärin ist ja da, legen Sie einen Gesetzentwurf vor und machen Sie nicht nur Tagungen und Konzepte an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, wir brauchen eine Reihe von Maßnahmen, um hier wirksam etwas umsetzen zu können. Der Antrag der Linken, Kollege Flossbach, hat hier gesagt, er kann darin mehreres unterschreiben. Ich kann mich dem in der Tat anschließen. Da sind viele Punkte drin, die, glaube ich, allgemeingültig in der jetzigen Debatte sind. Es ist ein Katalog von Maßnahmen, wie man sie von den Verbraucherverbänden richtigerweise hört. Das ist hier zusammengeschrieben worden in einem Antrag. Da findet man viele richtige Punkte. Ich glaube aber, es wird jetzt darauf ankommen, dass wir uns konzentrieren auf die wirklich wichtigen und zentralen Dinge. Und da will ich sagen, das sind aus meiner Sicht vier Dinge, auf die man gucken muss. Wir brauchen erstens eine klare Regulierung in den Bereichen, und dazu sind ja jetzt, ich hatte das angesprochen, verschiedene Vorschläge auf dem Tisch. Der graue Kapitalmarkt muss eingeschränkt werden. Wir brauchen klare Beratungsprotokolle. Die Finanzaufsicht muss verbessert werden. Da muss ich übrigens sagen, Kollege Flossbach, schauen Sie sich an, was Minister Schäuble vorgelegt hat. Sie haben hier gesagt, die BaFin käme dafür nicht in Frage. Der Minister hat ausweislich der Berichterstattung über den Vorschlag durchaus verschiedene Verstärkungen durch die Finanzaufsicht, durch die BaFin formuliert. Und das geht ziemlich ins Detail. Da sollen sogar die Anlageberater kontrolliert werden durch die BaFin. Machen Sie sich erst mal klug, was im Ministerium gedacht wird und was Sie hier reden. Bringen Sie das mal zusammen. Das brauchen wir in dem Markt. Also, wir haben eine Reihe von klaren Regulierungspunkten. Wir müssen zweitens dazu kommen, dass die Anlageprodukte, die auf den Markt kommen, zertifiziert werden müssen, damit wir auch dazu kommen können, dass Produkte verboten werden können. Punkt 3 ist, die Honorarberatung muss gestärkt werden. Wir müssen davon wegkommen, meine Damen und Herren, dass nur auf Provision geschielt wird und nicht die wirkliche Information des Verbrauchers im Vordergrund steht. Und der vierte Punkt, da erwarten wir von der Bundesregierung auch einiges. Die Verbraucherzentralen müssen mit ihrer Marktwächterfunktion gestärkt werden, damit wir dort eine vernünftige Vertretung im Anlegerschutz kriegen. Ich glaube, wenn die Regierung in die Richtung handelt, kann daraus was werden. Machen Sie das und machen Sie es zügig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich erteile das Wort Kollegen Erich.